So, Freunde, wir schauen uns jetzt meine Partie an gegen Magnus im Alter von 17 Jahren. Ein weiterer Versuch hier, Magnus zu besiegen. Mal sehen, wie es gelaufen ist. Wir sehen Spanisch, wir sehen die spanische Hauptvariante und jetzt der offene Spanier hier eingeladen mit Springer schickt E4, D4, B5, Läufer B3 ist alles normal, Läufer E6, C3 ist der eine der Hauptzüge. Es gibt noch weitere, Läufer E7, Springer BD2, Kurzhoch Hade. Läufer C2, das ist alles Theorie. F5, Springer B3, Dame D7, Springer D4, Springer D4, Springer D4, C5, Springer E6, Dame E6, ist alles Theorie. F3, Springer G5, der Hauptzug ist hier A4. Aber ich habe eine andere Variante gespielt: Läufer schickt G5, Läufer G5, F4, Läufer E7, Dame F3, Turm AD8, Turm FD1. So, nochmal ein Euro, danke dir. Danke dir für den Euro, Stinkobär. Ich grüße Schmauso. Turm D7, Turm D2, wir verdoppeln, gehen auf den D-Bau und drauf. Das war alles nochmal eine Vorbereitung. C4, Turm D1, Läufer C5, König F1, Turm D8, H4, G6, H5, das war alles Vorbereitung. Von daher sage ich dazu jetzt nicht so viel. D4 ist einziger Zug, CD4. So, und jetzt muss Dame D5 kommen eigentlich. Aber er hat Turm D4 gemacht. Aber Turm D4 ist nicht so schlecht, leider. Ich dachte, es wäre schlechter. Ich dachte, es wäre schlechter. Es ist auch möglich. Ja, schade. Aha. Also Turm D4 wäre auf jeden Fall jetzt nicht so gut. Weil jetzt, also ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, hier Dame B7, König H6. Und wenn mich nicht alles täuscht, war G4 extrem stark. FG4, Dame H1, König G7, H6, König F8. Dame B7 wieder. Und jetzt will er die Figur opfern mit Läufer E5. Okay, naja, gut. Ja, also die Türme sollten auf dem Brett bleiben. Läufer D4 ist nicht so schlecht. Und der beste Zug ist jetzt nicht G4, den haben wir gespielt. Der war es leider nicht, sondern Turm D2. Wurde auch im Chat vorgeschlagen. Und jetzt doch dieses Endspiel. Hoppala. Zu spielen. Dame D5, Dame D5, Turm D5. Das Endspiel bietet wirklich weiß so viel, ja? Warum ist das so? König G2, Turm D8, König F3, Läufer B6. Ah, und jetzt Turm G2 gefolgt von G4. Wow. Wow. Und da hat man das Spiel gegen den G-Bauern. Crazy. Okay, tiefe Idee, tiefe Idee. Muss ich meine Notizen hinzufügen, falls ich es jemals in einer richtigen Partie aufs Brett bekomme? Ja, okay. Deshalb Turm D2, ja, sehr tief, ne? Sehr tief hier. Deshalb wäre zum Beispiel, was wir überlegt haben, Dame B7, Turm D7, Dame A8. Ja, Läufer C5 geht sogar jetzt auch, okay, aber auch Dame D5 wäre jetzt nicht so überzeugend. Turm D2, ja, es ist deep. Diepe Idee. Turm D2 später mit dem Schwenk nach G2. Ja, Jörn, du hast es vorgeschlagen, das stimmt, ja. Ja, und hier steht Weiß klar besser. Aber gut, ob man es gewinnen kann, ist eine andere Frage. Dame H1 vielleicht auch nicht so verkehrt. Jetzt Dame D5. Ja, auch hier, selbst dieses Endspiel. Turm D5, B3. Auch ein bisschen Vorteil. Aber warum spielt man nicht direkt B3 dann hier? Ah, dann kommt Läufer B6. Okay. Dame B7. König H6. Und hier scheinbar nicht so viel los. Okay. Okay, wir schauen uns mal meine Partie an. FG4, FG4. Dame B7. Ja, okay. Es gibt verschiedene Züge sogar für Schwarz. Turm D7 ist auch möglich. Wir hatten jetzt Dame C8 gesagt. Geplant, Dame C8. Aber jetzt. Selbst Dame F7 ist möglich. F5 war ja der grandiose Plan. Mit der DG schlägt F5 E6. Dame schlägt E6, Turm schlägt D4 mit der Fesselung und Weiß gewinnt. Aber selbst hier kann Schwarz Turm C7 spielen. Wow. F6, König H6. Crazy. H schlägt G6. Dame D5. Ganz entspannt. Schwarz ist ganz entspannt hier. Okay. Und jetzt ist irgendwie Remis nach Dame F5, Dame H1 Schach, König E2, Dame G2 ist Dauerschach, ja.
Okay, ja, alles klar. Wieso lässt den Bauern auf H5 in Ruhe? Ja, weil dann der F5 immer geschwächt wäre, wenn Schwarz schlägt, Frank. Oder Dame schlägt G4, Läufer E5, HG6, Dame schlägt F6. Okay, crazy. Na gut, das hatte ich nicht gesehen, aber G3 ist auch möglich. Ja, Tatsache. König G2. Aber jetzt nicht Dame G4. Da würde Weiß gewinnen tatsächlich nach Turm D2. Sondern Dame D5 Schach, König schlägt G3 und jetzt Eiskalt GH5. Ja, also, so kann auch nur ein Computer spielen, ne? Boah. Ha, crazy. Okay. Ja. G4, schöne Idee, aber leider ein paar Macken. Dame F7 hat er jetzt gespielt. So, jetzt, ja, es ist alles 0-0-0, egal was man hier spielt, ne? Dame E4 direkt kommt. Ja, auch Läufer B6, auch okay, aber Dame D5 dachte ich auch. Ja, weiß ich auch nicht. Causalino, weiß ich auch nicht. Habe ich einfach mal gegrüßt. So. H6, König F8. Dame E4. Läufer B6, bester Zug. Dame D5 gibt er zumindest ein bisschen Vorteil hier. Auch nicht lang, ne? Auch nicht lang. König G2, naja, okay. Läufer B6, so, was haben wir jetzt gemacht? Turm D8. Ja, Turm D6 wäre auch möglich, ist auch alles 0-0-0. G5 sogar, boah, G5 auch. Ja, es kann sich, kann man kann es drehen und wenden, ne? Es ist einfach alles 0-0-0. König E8, König G2, Dame E6, Läufer E4, Läufer B6. Auch hier ist G5 sogar möglich, scheinbar. Wahrscheinlich G5, boah, G5 ist auch. F5 und jetzt Läufer B6, okay. Crazy. Läufer B6, Dame D2. Stehe ich sogar ein bisschen schlechter. Dame D5 wäre besser. Oder Dame C3. Aber gut, auch nicht viel. Minus 0,1. Dame D2, G5. Schöner Aufhebelungszug hier, G5. Ja, Läufer D5 habe ich nicht gemacht, weil dann der Bau auf H6 hängen würde und es droht matt. Nee, es gab keine Gewinnstellung, Frank, bisher. So, ich habe natürlich geschlagen auf G5. Dame schlägt E5, Läufer schlägt A7. Jetzt bekomme ich die beiden verbundenen Freibauern, aber ja, Schwarz steht nach wie vor sehr aktiv. Und auch hier alle Züge Remis, ne? Also sogar A5 kann Schwarz machen. Selbst A5 ist Remis. Ja. Na gut. Läufer E3 kam. So, Läufer G6, König E7, Dame E2. Ja, auch hier alles Remis. Selbst Dame schlägt G5. Naja, gut, König F8 kam, um die Bauern aufzuhalten. Dame, ja, Läufer F5 geht leider nicht. Ich habe Dame schlägt G4 gespielt. Läufer F5 verliert sogar. Dame D5, König G3, Dame schlägt F5, Dame schlägt E3. Dame D3, Autschi. Autschi, Dame D3. Ja, ein böses Erwachen hier. Auf einmal gibt es ein verlorenes Bauern ins Spiel. Na? Eieiei. ja, ich habe Dame schlägt G4 gespielt, Dame G5. Dame G5, Läufer G5. Und das ist leider Remis, auch mit dem weit vorgerückten Bauern. Ungleichfarbige Läufer, kann man nichts machen. Ja gut, wir haben noch ein paar Züge hier gemacht. Aber gut. Hier habe ich jetzt einfach mal gesagt, die Partie ist Remis. Die Partie ist Remis. Nee, die Partie war recht gut. Kleine Chance, aber die einzige Chance war tatsächlich in diesem kritischen Moment, wo wir lange nachgedacht haben, ne? Hier in dieser Stellung. Und G4 war die falsche Entscheidung. Turm D2 wäre besser gewesen. Und dann hat Weiß klar einen Vorteil. Ob man das gewinnt, andere Frage, ne? Ist ja logisch, aber tja, so ist das. Es war eine Variante, die ich hier gewählt habe, auch die wenig Risiko hat, wo ich dachte, okay, vielleicht klappt es gegen den Computer. Aber leider hat es hier nicht geklappt. Insofern, ja, wiederum Remis, kein schlechtes Ergebnis, aber wir müssen uns noch gedulden, bis es zum Sieg kommt. Magnus auch im Alter von 17 oder schon im Alter von 17.
ist schwer zu schlagen. Schwer zu schlagen, nach wie vor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.